Heißeres als ein Choleriker. Ja, weil ihr das ihrem Plan in die Hände spielt. Weil sie hat das geplant, so wie das aussieht. Ja. Toll, jetzt denken alle, er wäre ein Spart. Ich mache jetzt noch eine Bitte. Ich gehe mal davon aus, dass die blaue Schleife an ihrem Handgelenk auch noch eine Rolle spielen wird. Ja, mal gucken. Dem zeig ich's, schrie er. Nein, eine der Pistolen aus dem Familienbesitz. Okay, wie viele Knarren gibt's da? Ist es einfach, an diese Pistolen zu kommen? Es gibt ein System, das den Zugang beschränken soll. Aber Wookie ist ein Sonderfall. Immerhin ist er ein zukünftiger Erbe. Ja, dass er ein Sonderfall ist, glaube ich ihn sofort. Die Sonderbehandlung könnte ihm etwas zu Kopf gestiegen sein, nicht wahr? Vielleicht ist er ein wenig verzogen. Ich habe gehört, dass er zu seinen Geburtstagen immer sehr ausgefallene Geschenke bekam. Letztes Jahr bekam er ein Klappmesser aus Kaugummi und einen Schokoladengrabstein. Okay, den Schokoladengrabstein hätte ich gern gekriegt. Klingt doch geil. Ja, da kann man es gleich drunter begraben lassen. Hört sich an, als hätte er eine Vorliebe für Süßes und Gefahr. Für uns ist einzig wichtig, dass Wookie Zugang zu einer Waffe hatte. Und was dann in jeder Nacht? Ja, was dann passierte, damit meinen sie einen Mord, oder? Ich habe versucht, ihn aufzuhalten, das müssen sie mir glauben. Aber Wookie wollte ja nicht zuhören. Unser Angeklagter war anscheinend aufs Äußerste entschlossen. Sie haben sich wirklich nicht das Geringste vorzuwerfen, Fräulein Tiala. Ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, als dass Wookie es getan haben kann. Wie können Sie da so sicher sein? Wie? Stirni, wagen Sie es ja nicht, dieses junge Fräulein anzugreifen. Der Angeklagte war derjenige, der die Pistole nahm. Im Wookie, nicht wahr? Diese Tatsache können wir als erwiesen ansehen. Ich denke, das können wir. Besteht eine Möglichkeit, dass jemand anderes das Opfer mit jener Pistole erschossen hat? Nein, einfache Logik, klar. So scheint es zu sein. Hat die Verteidigung zu diesem Punkt irgendetwas zu sagen? Ja. Hätte jemand anderes die Pistole benutzen können? Ja, klar können das jemand anders benutzen. Er hat sie nur geholt. Wenn man von ihrer Aussage ausgeht, gab es eindeutig eine weitere. Eine weitere Person mit Zugang zu jener Pistole. Was wird das? Interessant. Fragen wir doch mal nach. Sagen Sie dem Gericht doch, wer diese andere Person war, die Zugang hatte. Tiala! Mal schauen. Little Plum, Eldun, Tiala, Tusi, alle. Hotti, es war Hotti. Ja. Mal gucken. Ich meine natürlich Sie, Fräulein Tiala. Mich? Aber das... Das ergibt sich eindeutig aus Ihrer Aussage. Am Tag des Mordes hörten Sie durch den Angeklagten von der Pistole. Mit anderen Worten, Sie wussten, was er vorhatte. Nun, um das nochmal klarzustellen. Sie wollen uns erzählen, dass diese Dame ihrem Verlobten die Pistole gestohlen hat? Um in seinem Namen einen kaltblütigen Mord zu begehen? Ich habe schon viele seltsame Dinge gehört, die Menschen aus Liebe getan haben, aber das? Das war nicht Liebe. Das scheint ein wenig sehr unwahrscheinlich. Ich bin bestimmt ein großer Romantiker und würde alles für meine Ehefrau tun. Aber bei einem Mord würde ich dann doch zögern. Dann sollten sie auch nicht sagen, dass sie alles tun würden. Hoffentlich bliebe es nicht nur beim Zögern. Aber was wäre, wenn man noch eine weitere Verbindung beweisen könnte? Eine Verbindung der Zeugin zum Opfer zum Beispiel. Vielleicht gab es ja ein persönliches Motiv, ihrem Verlobten zu helfen. Das würde die ganze Sache in ein anderes Licht stellen. Welche mögliche Verbindung deuten Sie hier an? Weißt du, was ich langsam zu glauben beginne? Ich beginne zu glauben, dass die Polizei nie einen Blick in den Safe geworfen hat. Natürlich nicht, wir haben ihn ja geöffnet. Ja. Ich habe Beweise, die eine Verbindung zwischen der Zeugin und dem Opfer belegen.
Wokis Patientenakte. Das sieht aus wie eine Patientenakte. Gefunden in einem Safe in der Miraktis-Klinik. Ich würde die Aufmerksamkeit des Gerichts gerne auf die Namen auf der Akte lenken. Was? Fräulein Tiala, wie kommt Ihr Name auf diese Akte? Ihr wahres Gesicht. Nun, ja, können Sie uns erklären, was das bedeutet, Fräulein Tiala? Ich bin nicht sicher, was Sie mit bedeuten meinen, Herr Justice. Unsere heiße kleine Verlobte ist gerade zu Eis erstarrt. Ich habe bis vor einem halben Jahr in der Klinik gearbeitet. Es war langweilig, als habe ich gekündigt. Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht. Ja. Das ist alles. Ist das ein Problem? Fräulein Tiala. Sie haben ausgesagt, Sie hätten keine Verbindung zum Opfer. Habe ich auch nicht. Mehr. Ja, wenn jemand tot ist, hat man keine Verbindung mehr zu ihm. Das stimmt. Nicht mehr? Ich habe vor einem halben Jahr gekündigt, oder? Also gibt es keine Verbindung mehr. Lassen Sie mich raten. Sie gehören auch zu den Typen, die keine Ruhe geben. Bevor Sie nicht restlos alles über die Vergangenheit Ihrer Freundin wissen. Habe ich recht? Das ist eine bösartige Unterstellung. Also ich akzeptiere dir, die ich mit Liebe mit allem... Keine Verbindung mehr haben, hat vor Gericht keinen Wert. Hat keinen Wert? Die Frau ist echt eine harte Nuss. Sie fühlt sich bei den Kitakis bestimmt richtig zu Hause. Sie haben ihre Stelle in der Miraktis-Klinik gekündigt, das ist wahr. Aber sie blieben trotzdem auf gewisse Art und Weise in Verbindung. Also gut, Herr Justice. Legen Sie uns einen Beweis für die Verbindung der Zeuge zur Miraktis-Klinik vor. Ich würde sagen, ihre Schuhchen. Ja. Stimmt. Die waren ja im Empfang der Miraktis-Klinik gewesen. Mal schauen. Diese Sandalen wurden vor dem Empfang in der Miraktis-Klinik gefunden. Sie gehören nicht zufälligerweise Ihnen. Keine Ahnung, gibt doch bestimmt eine Menge Leute, die solche Sandalen haben. Es tut mir leid, Fräulein, aber Ihre Vorstellung zieht nicht. Ihr Moment des Zögerns hat sie verraten. Was ist mit Ihnen los? Ich dachte, Sie wären auf meiner Seite. Ihnen ist vielleicht nicht bewusst, dass 10-10 Abdrücke hinterlassen. Eine simple Untersuchung dieser Sandalen wird uns die Wahrheit offenbaren. Jetzt enthüllen Sie Ihr wahres Gesicht. Yep, er ist ein eitler Schnösel, aber er ist auf der Seite der Gerechtigkeit. Ja, das ist schon mal ein Pluspunkt für ihn. Das war von Anfang an ein Fehler, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich wollte doch nur, dass Sie Wookie wieder auf den rechten Weg bringen. Das Gerücht denkt, Sie sollten sich größere Sorgen um sich als um Wookie machen. Es scheint, als müssten Sie uns zu dieser Geschichte noch ein wenig mehr erzählen. Ihre Sandalen wurden vor dem Empfang in der Miraktis-Klinik gefunden. Was bedeutet, dass Sie am Tag des Mordes dort waren? Tja, es ist wohl sinnlos, das abzustreiten. Na schön, die Zeuge soll uns von Ihrem Besuch erzählen. Warum sind Sie an diesem Tag in der Miraktis-Klinik gewesen? Und wie Sie sagen jetzt, er war Ihr Frauenarzt. Ich bin an jedem Tag in die Klinik gegangen. Das erste Mal seit meiner Kündigung. Ich wollte Dr. Miraktis warnen. Ich wusste ja, dass Wookie die Pistole hatte. Okay, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Wookie ist vor ihr mit der Knarre aufgebrochen? Und sie war vor ihm in der Klinik? Tja. Der Doktor war ein ängstlicher Mann. Zu ängstlich, um seinen Fehler zuzugeben. Warum hätte ich sonst dorthin gehen sollen? Ich habe nichts zu verbergen. Ich wollte ihm sagen, dass er vorsichtig sein soll. Aus alter Freundschaft. Aha. Mit Fehler meinen Sie den Fehler, von dem uns der Angeklagte erzählt hat? Die verfuschte Operation? Er war ein ängstlicher kleiner Mann, aber ich wollte nicht, dass ihm etwas geschieht. Ich dachte nur, dass ich es ihn wissen lassen sollte. Verstehen Sie? Das klingt plausibel. Ja, aber es gibt immer noch etwas, das nicht ganz so plausibel klingt. Was wäre das, Staatsanwalt Garvin?
die in der Lobby vergessenen Sandalen, versteht sich. Wir dürften davon ausgehen, dass sie in diesen Sandalen zur Klinik gegangen ist, oder ja? Warum hatte sie die dann nicht auch auf dem Heimweg an? Ich wäre darin heimgegangen. Ich wäre auch in diesen Sandalen heimgegangen. Okay, ich möchte mir das jetzt nicht vorstellen. Oh, mein Kostmesser. Warum sind die Sandalen also dort geblieben? Ach, er hat den Widerspruch vor mir aufgedeckt. Dafür sollten Sie besser eine gute Erklärung parat haben, meine ich. Nun zum Beispiel, waren dort zufällig ähnliche Sandalen, die Sie aus Versehen angezogen haben? Ach ja, stimmt ja. Ich bin beeindruckt, Herr Gavin. Ach, keine Ursache, denn es gibt ja keine andere mögliche Erklärung, oder Stirni? Zwinker, zwinker. Oh, Herr, was soll das? Das ist nicht fair. Er stopft die Löcher in ihre Aussage. Die Vertagung darf mit dem Kreuzfeuer beginnen. Ich bin an jedem Tag in die Klinik gegangen, das erste Mal seit meiner Kündigung. Das glaube ich Ihnen nicht. Wie spät war es ungefähr, als Sie zur Klinik gegangen sind? Ach, das weiß ich nicht mehr so genau, aber es war nach 21.30 Uhr, glaube ich. Und das war der erste Kontakt zu Dr. Meraktis nach einem halben Jahr? Ganz genau. Er war nicht der Typ von Chef, mit dem man sich anfreundet. Ja, ich kenne nur solche Chefs, also. Und warum sind Sie also an jedem Tag in die Klinik gegangen? Ich wollte Dr. Meraktis warnen. Ich wusste ja, dass Wookie die Pistole hatte. Wollten Sie, dass Dr. Meraktis flüchtet? Nun, nachdem ich versucht hatte, Wookie aufzuhalten, dachte ich, das wäre die einzige Möglichkeit, das Problem zu vermeiden. Hätten Sie nicht anrufen können, warum sind Sie persönlich dorthin gegangen? Ich habe an jedem Abend mehrmals angerufen, aber es war niemand dort. Ja. Das Opfer war bis etwa 21 Uhr mit dem Auto unterwegs, erinnern Sie sich? Das wurde gestern durch diesen Spiegel bewiesen, nicht wahr? Ich dachte, wenn ich ihn warne, würde er sich gewiss aus dem Staub machen. Wie ich den Doktor kannte... Der Doktor war ein ängstlicher Mann, zu ängstlich, um seinen Fehler zuzugeben. Also ich glaube so langsam, der Doktor wollte mit dem Nudelwagen ein neues Leben anfangen. So wie Eldun, oder was? Er hat ganz genau wie Eldun. Erinnerst du dich noch, dass der ihm alles nachgemacht hat? Jetzt wollte er ein besserer Nudelverkäufer werden als Eldun. Warum sollte er dann seinen Wagen klauen? Ja, weil er selber keinen hatte und schnell weg musste. Das wäre dann wirklich sehr kindisch gewesen. Okay, Sie meinen die Operation von Wookie. Wenn der Wookie einfach gleich die Wahrheit gesagt hätte, wäre das alles nicht passiert. Ja, dann wäre er sofort umgebracht worden. Stimmt schon, mit dieser Operation hat alles angefangen. Oh, wenn er es ihm gesagt hätte, wäre er wohl schon viel früher von den Kitakis ausradiert worden. Sag ja. Ein beunruhigender Gedanke. Wir wissen, dass die Meraktis-Klinik-Verbindung zur Familie Kitaki hinterhielt. Er hätte wahrscheinlich nicht zur Polizei gehen können, auch wenn er es gewollt hätte. Deswegen wusste ich ja, dass ich ihn warnen musste. Warum hätte ich sonst dahin gehen sollen? Ich habe nichts zu verbergen. Nichts zu verbergen, hm? Huh? Sie können mich genau unter die Lupe nehmen, Herr Justice, und werden doch nichts finden. Ich kenne schon jeden Millimeter von Ihnen, also das reicht. Tja. Sie verheimlichen etwas, das weiß ich genau. Ich muss doch irgendetwas haben, was das beweist. Sagen Sie doch, was Sie wollen. Als ich in die Klinik gegangen bin, hatte ich nur einen Gedanken. Aha. Ich wollte ihm sagen, dass er vorsichtig sein soll. Aus alter Freundschaft. Widerspruch!
Aha. Angreifen! Angreifen! Ah, dann hätten sie Bocky hintergangen, nicht wahr? Nein, ich habe es für ihn getan, für uns! Sie wollte ihn warnen, damit ihr Verlobter kein Verbrechen begehen würde, nicht wahr? Ich wollte nicht, dass sie mir meinen Wookie wegnehmen. Deswegen sagt sie ja jetzt auch gegen ihren Wookie aus. Ja, völliger Unsinn, dass sie nur zur Klinik gegangen ist, um ihn zu warnen. Ja. Weißt du, warum sie dorthin gegangen ist, Apollo? Es wird Zeit herauszufinden, was wirklich in dieser Klinik passiert ist. Schnell. Ja. Mhm. Der Doktor denkt sich am Mann, bla bla bla. Ah, vielleicht doch wieder die Patientenakte, denn da sie ja bei der OP die Krankenschwester war, ja, hat sie ja schon vorher Bescheid gewusst. Stimmt. Mal gucken, ob auch das Spiel meint, dass wir richtig liegen. Yes! Ja! Diese Patientenakte wurde im Safe im Büro des Doktors gefunden. Ja. Scheinbar können sie nicht lesen. Und? Warum hätte nur diese eine Patientenakte im Safe liegen sollen? Fräulein Tiala, Sie wissen, warum sie dort drin war, nicht wahr? Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir das näher zu erläutern? Dr. Meraktis hatte nicht die Angewohnheit, Fehler zu machen. Deswegen hatte er einen falschen Bericht verfasst und die Wahrheit weggesperrt. Böser Herr Doktor. Da kam dann sie ins Spiel, Fräulein Tiala. Ah, sie kratzt sich am Hals. Die Krankenschwester, die diese Akte angelegt hat, waren sie, was bedeutet, dass sie über Wokis verfuschte Operation Bescheid wussten. Interessant. Sie waren in derselben Lage wie Dr. Meraktis. Da ist es nicht so leicht zu behaupten, es gäbe keine Verbindung, oder? Ja. Für einen Neuling sind sie ganz schön kühn. Das muss ich schon sagen. Und ich glaube, ich habe langsam eine Ahnung. Aha. Die Frage ist, warum trägt sie diesen Schal? Der Doktor hat sie gewürgt. Ja, wahrscheinlich mit dem Elektrokabel der Lampe. Was natürlich Würgemale am Hals hinterlassen haben. Ja. Ja, wir haben zu viel Sherlock Holmes geguckt. Am Headset los. Hm? Mein Headset spinnt oder mein Internet. Okay. Herr Justice, Sie müssen wissen, dass ich nur eine Krankenschwester war. Der Doktor ist für den Inhalt der Patientenakte zuständig. Dennoch viel Verantwortung. Bitte berechtigen Sie Ihre Aussage dahingehend. Ach, wie schade, kleiner Anwalt. Ich sehe schon wieder Dinge. Mein Armband schlägt schon wieder an. Was ist denn das, Pollo? Super Blutdruck. Ich habe gerade gespürt, wie mein Armband gezuckt hat. Die Macht erfüllt mich. Genau wie gestern, genau wie du gesagt hast. Wenn ein Zeuge unsicher ist, dann verrät ihn sein nervöser Tick. Aber ich kann mich nicht erkennen, Apollo! Worauf reagiert mein Armband denn dann? Gute Frage, ne? Worauf das Armband reagiert. Ja, aber Moment! Ja, das muss es sein! Was muss es sein? Deine Sinne, Apollo! Sie müssen schärfer sein als meine! Hä? Nee, ich kann das nicht sehen, aber du kannst es spüren! Da wäre ich mir nicht so sicher, Tosi. Hör mir zu, Apollo! Irgendwo in Fräulein Tianas Aussage ist ein Schwachpunkt.
Wir wissen nicht, was ihr nervöser Tick ist. Tja, was machen wir jetzt? Du musst ihn selbst wahrnehmen, Apollo. Mit deinen Augen und deinen Sinnen. Dann liegt es jetzt an mir und mein Armband. Ich weiß nicht warum, aber das Armband hilft mir. Wenn ich das Armband berühre, hilft mir das dabei, mich zu konzentrieren. Ich werde mal versuchen, die Aussage zu zerpflücken. Okay. Ich habe jetzt schon mal eine Idee, was ihr Tick sein könnte. Das Kratzen am Hals wegen den Würgemäulen. Okay, wir müssen sie also erstmal angreifen, würde ich sagen. Mhm. Oder? Ich wollte da.